Meine Wurzel reiche zum Wasser hin, und der Tau bleibe auf meinen Zweigen. Hiob erhält die Botschaft, dass seine Kinder bei einem Unglück ihr Leben verloren haben. Daraufhin besuchen ihn seine Freunde. Sie setzen sich mit ihm in den Staub und schweigen. Sie schweigen lange, 7 Tage, 7 Nächte. Aber dann halten sie es nicht mehr aus. Man muss doch etwas dazu sagen, dem Leid einen Sinn abbringen. Und man muss doch trösten. Wie konnte es nur dazu kommen? Sie texten ihren Freund zu mit frommen Ratschlägen und so ruinieren sie diese Freundschaft für immer. Hiob betet: Meine Wurzel reiche zum Wasser hin und der Tau bleibe auf meinen Zweigen. Hiobs Klagen tut weh, seine Anklage gegen Gott geht weit, tief hinab in die dunkelsten Abgründe der Verzweiflung. Ich spüre, so tief stecke ich selber nicht drin im Leid. Ich habe das Hiob-Buch neu entdeckt. Es ist mir durch einige Vorträge von Worthaus näher gekommen. Ich lerne den Unterschied zwischen Klage und Jammern. Dass der Mensch klagen darf, ja selbst Gott anklagen darf, sein Innerstes nach außen kehren und auf Antwort hoffen, das finde ich tröstlich. Ich leihe mir Worte von Hiob. Meine Wurzel reiche zum Wasser hin und der Tau bleibe auf meinen Zweigen. Ja, es tut gut, mit Hiob beten zu lernen, Freunden nahe zu sein, wenn ihnen Leid widerfährt. Meine und deine Wurzel reiche zum Wasser hin und der Tau bleibe auf deinen und meinen Zweigen. Ihr und euer Pfarrer Dirk Ellermann.